So sieht das Ganze bei uns dann aus, das fertige Produkt. Wir hatten vorher einen günstigen, der war nicht so stabil, der hatte eben drei Stangen. Und hier ist es eben ganz praktisch. Normalerweise ist das eher noch für oben gedacht, falls man einen anderen Dusch, Abstand hat. Wir haben das da oben montiert, das reicht bei uns völlig aus. Und dann haben wir eben das da unten noch als Haken dran montiert und haben unten die größte Stange, mittlere und dünne Stange. Und hier sieht man, muss die Stange, die Größe zwischen der und der hat, ran, damit dieser Korb da auch sich einhängen kann. Und man kann den Korb natürlich auch rausnehmen. Und er ist auch ganz praktisch. Wir kommen da eben auch aus der Dusche dran, da kann man Vorrat auffüllen oder eben andere Sachen, wie zum Beispiel Badeschuhe trocknen. Genau, also wir sind ganz zufrieden, es ist sehr stabil. Die Anleitung ist nicht perfekt, weil man eben nicht sieht, dass diese Stange dorthin muss. Da muss man halt ein bisschen ausprobieren und dann erkennt man das, ach, geht gar nicht anders. Das ist nicht so gut gelöst. Ansonsten ist das Ding stabil und wackelt nicht hin und her. Macht einen wertigen Eindruck. Und ja, mit dem kleinen Haken sind wir sehr zufrieden. Man kann es ja auch an die Wand anbringen, wenn man möchte. Da ist auch alles dabei. Und es sind eben noch die Puffer dabei, dass das hinten nicht so klappert. Und da oben, das werde ich noch überall verteilen, wo ich der Meinung bin, oder an den Teilen, das klappert. Ja, es gibt von mir 4 Sterne, denn die Anleitung müsste überarbeitet werden, dass man einfach schneller sieht, was wohin kommt. Ansonsten sind wir zufrieden.